So, heute bin ich in einem Geschäft, was Naturheilkunde anbietet und auch sogar die Naturheilkunde-Medizin selbst herstellt. Und das ist Dr. Pin und das ist Dr. Pat. Und die stellen diese ganzen Sachen hierher und verkaufen sie auch im Shop. Und das zeige ich euch heute mal. Also, es wird spannend. Viel Spaß bei dem Video. So, heute zeige ich euch mal die traditionelle thailändische Medizin. Ich habe hier ein wunderbares Geschäft gefunden, wo auch die Medizin selbst hergestellt wird und das möchte ich euch heute ganz gerne mal zeigen. You give the medicine for free, yes? For free. Yeah, Yes. we treat for free. Only this, what the people want, give here in the Donation. donation. Yes. Also es ist frei, wie viel die Leute eben hier geben möchten für die Medizin, außer except die Cosmetics. Product, Ne? yeah. Ja, also die Kosmetik ist nicht mehr frei. Like this? Ja, Soap? Yes. We're not free. This is not free, ja, For okay. sale. Ne? Seife hier zum Beispiel, die ist auch nicht frei. Ne? Aber die eigentliche Medizin ist frei. The medicine is for free. Ne? Okay. So, and you tell me something from the Buddha Day, ja? Yeah? Also, Sie haben mir was von dem Buddha-Tag erzählt, dann ist hier viel los. Well, we close, Ja. We close every Wednesday and Buddha Day, Ja. and working hour from 9:30 in the morning Ja. until 5 p.m. in the afternoon. Yes. Okay. Also, Buddha-Tag, this is Wednesday? Wednesday and Buddha Day. Aha, okay. Buddha Day is have once a week. Wednesday is a week. Ja. Also am Mittwoch und am Buddha-Tag ist geschlossen hier. Or you can call me to ask, Ja. like we open or close. Aha. Yes. Also die Leute können hier anrufen und fragen und dann macht sie eben für die Leute extra die Türen auf. Okay. Ja, nice, 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 nice. Also ich habe es noch nie gehört. Also I never hear this medicine for free. Ja. Surprise! Yes. Around the money, Yes, the thing. yes. Important. Ja, normally you must pay all the things. Ne? Das Also normalerweise muss man alles bezahlen, aber hier die eigentliche Medizin gibt es frei. That's why the money costs us the war. Ja. Make the world change money. Ja. So we try to change this mindset. So okay, let give away and Ja. let treat people for free. Ja. No standard. Everyone is in the same standard. Ja. Yes. Ja. Also sie haben immer den gleichen Standard und geben eben diese Medizin den Leuten frei, ohne dass sie eben was dafür bezahlen müssen. Wer möchte, kann natürlich eine Spende dalassen in der Box hier. Aber ansonsten, die eigentliche Medizin, die hier produziert wird, ist kostenfrei. Ne? Also finde ich einen sehr guten Service. Also es ist ein nice Service. I never hear this, aber ja, aber das ist nice. Ja, ja, ja. Thank Okay. you. Yes. You have a Facebook-Site, yes? Yeah, we have our Facebook-Page. Ja, also Yeah. es gibt eine Facebook-Seite, die verlinke ich natürlich unten in der Beschreibung. Und wer da Interesse daran hat, hier in Thailand, kann sich da natürlich dran wenden. People from other countries can buy some things or you send it by post or not. We after they come, Ja. example like have two type of patient Mhm. is by telemedicine Ja. or by walk-in, right? Ja. By telemedicine, we still treat for free, Ja. but you have to pay for the cost of The Post. the post Ah to ja. mail. Aha, okay. Yeah. Also es kann versendet werden, wer da Interesse dran hat. Die eigentliche Medizin ist weiterhin kostenfrei, aber es muss eben das Porto für die Post bezahlt werden. Ne? Das muss übernommen werden. Yeah. For the overseas patient, we're gonna have the letter. You know that Ja. you are our patient under our medication, like this, Ja, like this, and then send by post. Okay, ja. Ja, the order is by Facebook or about the Facebook site. People have interest
make an order by Facebook? By you can contact us by Facebook or Line official. Yeah, I can give you a QR code they can scan. Yeah. And then cash us from Facebook. Yeah. Okay. And be our patient first at register as our patient first. Yeah. And then we're gonna give a cue that what kind of disease you want to treat. Okay. Also wer da Interesse dran hat, der kann das über die Facebook-Seite Kontakt aufnehmen und alles Weitere wird dann von ihr abgewickelt, auch wegen der Bezahlung, wegen eben der Postversand. Oder wer Kosmetik haben möchte, Kosmetika, der kann das eben auch kaufen über die Facebook-Seite. Can buy by Facebook. Yes, can order by Facebook. Ja, ja, okay. Aha, okay. Für was, für die Medizin, für welche Krankheiten oder wie Wehchen ist eben diese Medizin? We have all. Also es, für alle Sachen, für alle Krankheiten gibt es was, ja? Like, if you have a heart disease, gonna have about 4 or 5 formula to treat the heart disease. Aha, also that für Herzprobleme gibt es etwas? And what's more? For headache maybe? Also vielleicht für Kopfschmerzen? Yes. Kidney, Leber. Also Leber. Heart disease, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, stroke, migraine, Glaucoma, eye problem. Aha, also Augenprobleme, Migräne, dann gegen Leber- oder Nierensachen. Und Augenprobleme hatte ich schon gesagt eben, ne, for the eyes, ne, also for all the things or for many things, yeah. And you must see the people before you give the medicine or not? Yes, it's important. Ah, this is important. Important. Ja, also die müssen die Leute vorher sehen, bevor sie eine von diesen Naturheilsachen eben herausgeben. For the telemedicine, I must ask the patient to film themselves with the HD camera to see the skin. Skin, because your face can show many things. Your hand show many things. Your tongue show many things. So I always ask the patient, telemedicine patient, to send me the video of their face, their hand, their tongue first, so I can see what the problem is called, what the problem hidden inside. Yeah. Because most of the patient don't know what's wrong with them. Some of them don't know what's wrong with them. So they want me to describe for them too. Aha, okay. Also wer Medizin hier haben möchte, muss ihr als erstes ein Video schicken oder eben persönlich hierher kommen, damit sie eben sehen kann, was vielleicht mit der Person nicht stimmt, anhand von dem Gesicht, von der Haut und so weiter und so fort. Kann sie dann eben sagen, was für eventuell dann eben für ein Problem vorliegt und kann ihr eben der Person diese Naturheilmedizin mitgeben. Ne? Oder eben mit der Post versenden. Deswegen, wer nicht hier in Ort von Chiang Mai ist, der muss halt ein Video schicken, damit sie vorher die Person oder euch eben sehen kann. Ne? And another one that Dr. Pin prefer is for like a drug addict, alcoholic, cigarette. Addict. You have something for smoke? Oh, yes. For cut the whiskey from the people. Really? Yeah. Also es gibt auch Anti-Raucher-Sachen hier oder für Alkoholiker, die da eben Probleme mit haben, aufhören mit Rauchen. Dagegen gibt es auch Sachen hier. Ne? Okay. Yeah. All type, I think. All type. Cover all disease. Also alle möglichen Sachen, was man sich vorstellen kann, dagegen gibt es auch hier die Naturheilkunde. Depend the tooth. Ah, für die Zähne auch, Aha. I will show you. I will give you to mouth wash. Auch für die Zähne, ja, genau. Depend the tooth. Okay. Medicine, because I have 600 herbal we distillate. Yeah. About 200 Formula. 200. 200 Formula. Also 200 verschiedene Formeln gibt es hier für
viele Sachen, was den Körper betrifft, for all the things. So, ja? Yeah, ja, yes, okay. Yes. Also man kann diese Naturheilmedizin auch einnehmen als Schutz oder als Prophylaxe, bevor eben irgendwas passiert. Do you became feedback from the people here? Also bekommt ihr eine Rückmeldung von den Leuten, die Medizin genommen haben? Do you became feedback from the people? They come here and say, oh, thank you, now it's better, or it's gone away, or you, this, yeah? Come every Many, day, yeah? And the old patient, the patient who've been well after our treatment, they bring a new patient themselves. Yeah, because here we have no advertising, only location, only some of the patient interview us, that how you know us, but we didn't do it ourselves. So, but we still have a patient coming here every day, 20 patient every day, new face from the old patient. No, okay. No. That's how it's I think it's a confirmation that they're happy. Yeah. And they get we get rid of their disease. Yeah. That's why they bring a new face to us. And you begin with this with this thing. Beginning with it. With the hydrosols. I start 8 years ago. A first batch, To healing him his own disease. That's how he became a doctor. Yeah. Healing himself first. This guy. Prostate. You have to cut up. Die. When I make and do like this, it can work. I can get her to my wife. Okay, so this is the shop here now, yeah? Yes. So, okay. Also das ist der Laden und hier gibt es also jede Menge Sachen und das werden euch jetzt die beiden Inhaber hier mal hier zeigen und ich bin natürlich mit der Kamera dabei. Container is a herbs that formula. Example like this is for rheumatism. Ja. Yeah, this one for kidney disease. Aha, das sind also die verschiedenen Zusammensetzungen, die verschiedenen Flüssigkeiten, die dann eben für verschiedene Krankheiten auch gemixt werden, ne? Okay. So, and at the back side here is a single herbs. Ja. Example. It's most of the time here. That's why it's difficult. Ginger, example. Like ginger, turmeric, and jiaogulan, and cacao. At the back here is like a single medicine. Also diese Sachen werden dann im Prinzip zusammengemischt und gegen verschiedene Krankheiten benutzt. Yeah. And this you mix it for yes we are, things, we, are so. We mix the formula for the patient specialties. So example like you have a heart disease, so I make a special formula only heart disease for you. Es wird auf jeden speziell zusammengemischt, was er eben für Probleme hat oder gesundheitliche Schädigungen eben, ne? Okay. So, hier ist die nächste Produktionsstätte. Aha, okay. Oh ja. Also hier werden die verschiedenen Kräuter und Zutaten in diesem Ofen erstmal getrocknet. You make it dry and before. To keep it longer. Yes. Very nice. So, hier ist die Produktionsstätte der eigentlichen Flüssigkeiten. Hier wird es destilliert. This one is a cylinder that we produce the herbs. Okay. This one is a clear color here. Is the herbs. It's condensed. It's steam condensed. Wird also. So that's why it's very clear. It's no heavy lead. No steroids and no toxification. So it's very safe. Even a pregnancy woman and a newborn baby. Even can use. Can use. Also das hier wird, die Sachen werden hier drin destilliert und sind danach absolut rein
und frei von Chemikalien oder anderen Schadstoffen, sodass auch schwangere Frauen diese Naturmedizin eben benutzen können. Mhm. Yeah, that is the big side one. Hier ist nochmal der große davon. Ja. So. Das bin so ein bisschen Kilo oder so. Große Destillation hier. If we produce the orange. Ja. About 100 kilograms of orange can be in here. Aha, okay. Yeah, it's the big side, it is small side. Yes, yes, ja. Yeah. Okay, also in dem großen Kessel können also bis zu 100 Kilogramm Natursachen eben destilliert werden, sodass da eben auch immer hier in dem Laden genügend Medizin in Anführungsstrichen zur Verfügung steht. Also das Wasser, was hier auch verwendet wird für die Destillation, ist also auch wirklich ein absolut hochwertiges Wasser. So, wir gehen also weiter, nochmal hier in ein Nebengebäude. Und hier gibt es natürlich noch mehr zu sehen. So, hier sind nämlich die verschiedenen Kräuter gelagert, die dann eben da hinten mit Wasser versetzt und dann destilliert werden. Also wenn man hier reinkommt, riecht man es schon. Also es riecht sehr, sehr angenehm, auch nach sämtlichen Kräutern und eben Zutaten. Also vom Geruch her ist es schon mal sehr schön hier. So, also hier gibt es so eine Zutaten, das ist sogar leicht scharf. Das wird dann mit dem hochwertigen Wasser in diese Destillation gegeben, die ich eben gezeigt habe. Und daraus wird eben die Flüssigkeit gewonnen, ne, zum Einnehmen. So, hier oben ist die fertige Flüssigkeit in größeren Behältnissen. Und das ist schon fertig gekocht und dann destilliert. Also hier lagern mehrere tausend Liter, die schon produziert sind. Und zwar hier in diesen Fässern hier. Hier sieht man schon 1000 Liter, nochmal 1000 Liter. So, alles fertig produziert, sodass hier kein Engpass entstehen kann. So, die ganzen Kräuter und Zutaten, die auch hier in dem Ofen erstmal getrocknet werden und die hier weiterverarbeitet werden, sind alles reine Naturprodukte, die hier aus dem Wald gesammelt werden und dann eben hier weiterverarbeitet werden. Also es werden über 600 verschiedene Kräuter und Zutaten hier verwendet, die dann eben weiterverarbeitet werden. Und wie gesagt, alles nur hochwertige Sachen. So, das ist zum Beispiel einer von den Kräutern hier. Die kann man auch mal probieren. Ja, kann man auch mal probieren. Mhm. Mm, tastes good. Tastet, ja, schmeckt wirklich gut. Schmeckt gut, ist gut. Ja, ja. So, also die Inhaberin hat mir gerade eben gesagt, dass diese Flüssigkeiten oder Pulver, was die hier eben herstellen, was eben der Gesundheit dient, dass diese Sachen nicht verkauft werden, sondern dass die den Leuten kostenlos gegeben werden. Also das ist wirklich eine einmalige Sache, sowas habe ich noch gar nicht gehört. Also es ist wirklich, diese Gesundheitssachen ist kostenfrei. Das, was hier eben verkauft wird, wo die auch Geld mit generieren, das sind eben hier diese Kosmetikartikel. Diese Sachen werden auch hier hergestellt, aber das ist eben nicht frei, sondern das kostet eben halt ein bisschen was, ne? Das ist für verschiedene Sachen hier eben auch, ne? Kosmetik hier 250, 200, 350 Baht, also auch nicht die Welt, aber das ist kein Problem. So, und wer hierher kommt? Like Derma Lotion is for skin disease, that's very famous. Ja, okay. So, hier sind zum Beispiel so Hautlotions, ne, auch aus den reinen Naturprodukten und das wird eben verkauft. Ne. Hier also so eine relativ große Flasche hier, 300 Baht, was ja auch noch geht. Ne. So, aber wer jetzt hier Gesundheitssachen eben haben möchte, was für die Gesundheit dient, da gibt es hier einfach nur eine Spendenbox und da können die Leute eben das reintun, was sie eben möchten. Und die beiden Inhaber hier, die machen das ich will nicht sagen Nächstenliebe, aber das ist eben ihre Passion und die haben da Freude dran und deswegen gibt's die Gesundheitssachen hier eben kostenlos.